Hallo Ali und herzlich willkommen. Ich werde heute Heringsäckerle herstellen. Zum einen werde ich das mit frischen Pellkartoffeln servieren, zum anderen mit frischem Brot. Für das Häckerle habe ich mir heute 6 Matthias-Filets besorgt. Das sind welche nordische Art, das heißt, die sind in Öl eingelegt. Dann brauche ich noch 2 hart gekochte Eier. 1,5 kommen mit ins Häckerle, 1,5 nämlich zur Dekoration. Dann 2 Gurken. Ich habe hier jetzt Salzgurken genommen, man kann aber auch Gewürzgurken nehmen. Die werden nachher auch ganz fein und klein geschnitten. Dann einen säuerlichen Apfel, 2 Schalotten. Hinten sieht man noch ein wenig den Pfeffer, damit werde ich nachher etwas nachwürzen. Dann habe ich noch ein kleines Schälchen mit etwas Öl, falls das Ganze nachher etwas zu trocken wird. Dann sind da die Kartoffeln, da mache ich nachher schön die Pellkartoffeln raus und natürlich das frische Brot. Ich werde mir das Ganze jetzt alles ganz, ganz fein und klein schneiden und werde es dann vermengen. Als erstes schneide ich mir den Hering oder die Filets in dünne, lange Streifen. Relativ dünn schneiden, relativ klein schneiden. Dann lege ich sie alle wieder längst hin und schneide sie mir in kleine Würfelchen. Und das Ganze wirklich möglichst fein und klein machen. Wer also das ganz besonders fein und klein haben möchte, der schneidet sich das nicht mit der Hand, sondern dreht das einmal durch einen Fleischwolf. Als nächstes kommen dann die Gürkchen, die habe ich halbiert und dann noch einmal durchgeschnitten. Die schneide ich mir jetzt auch erstmal in längliche Streifen. Und das auch schon möglichst fein. Und dann sind die ebenfalls ganz klein geschnitten. Und auch die Schalotten werden dann in kleine Würfelchen geschnitten. Ja, das wirklich immer sehr fein schneiden. Und dann können sie zum Matthias und zu den Gürkchen dazu. Jetzt gebe ich dann noch den klein geschnittenen Apfel dazu. Den habe ich geschält, entkernt und dann halt auch wie die Zwiebelchen und die anderen Zutaten in etwa die gleiche Größe geschnitten. Ja, den gebe ich immer zum Schluss dran. Dann besteht nicht so groß die Gefahr, dass er oxidiert und braun wird. Jetzt kann das Ganze erstmal durchgehoben werden. Ja, einmal schön durchmischen, dass auch der Apfel gut mit den anderen Zutaten sich vermengt. Dann wird das nämlich nicht so, wird das nicht so schnell braun. Ja, der Fisch ist ja so ein bisschen ölig und das hilft also auch ganz gut. So, jetzt stelle ich das nochmal beiseite und jetzt zum Schluss schneide ich mir dann die Eicheln in genauso kleine Würfelchen wie die anderen Zutaten. Ich gebe dann auch gleich noch ein bisschen Pfeffer dazu. Mit dem Salz, da warte ich erstmal noch. Da gucke ich erstmal, wenn das durchgezogen ist, wie das Ganze denn schmeckt. So, das Ganze wieder gut durchheben. Ja, wem das jetzt ein bisschen zu trocken erscheint, der sollte jetzt noch ein wenig Öl dazugeben. Ich mache das heute. Das sind hier 3 Esslöffel. Ich gebe jetzt erstmal so die Hälfte etwa dazu. Und dann hebe ich das auch nochmal schön durch. Ja, das scheint mir gut zu sein. So, jetzt lasse ich das Ganze 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank ziehen, am besten über Nacht. Und dann werde ich mir die Kartoffeln aufsetzen und die Pellkartoffeln vorbereiten und dann geht's los mit dem Anrichten und Servieren. So, die Pellkartoffeln sind soweit fertig. Jetzt ist auch das Häckerle schön durchgezogen. Ich rühre es noch einmal durch und dann fülle ich das hier in so einen Ring ein. Ja, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein und mit Gefühl rangehen, dass da nichts daneben kleckert. Meistens kleckert mir was daneben. Mal sehen, ob ich heute Glück habe. Ja, man kann das natürlich auch einfach so auf den Teller geben. Aber ich finde, das sieht immer ganz nett aus. Wenn das hier in so einem kleinen Ring präsentiert wird. So. Da kommt das Dingelchen drauf. So sieht das dann aus. Hier gebe ich jetzt noch ein klein bisschen Petersilie in die Mitte. Und so ist dann mein fertiges Essen. Oben habe ich hier nochmal ein Besteck hingelegt für die Pellkartoffeln. Das lässt sich immer damit ein bisschen besser machen. Da kann man schön aufspießen, hat ein kleines Messerchen. Noch eine gefächerte Gurke dazu, das Stückchen Ei. Und so werde ich das jetzt auf den Tisch bringen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Wünsche auf alle Fälle einen guten Appetit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!